Hallo und grüß euch. Wir haben jetzt Tag 4. Heute tun wir pressen. Nachts hat es noch ein bisschen geregnet. Das war aber Gott sei Dank so minimal, dass nicht einmal der Regenmesser das erfasst hat. Pressen tue ich mit meiner Velga WSA 350 Niederdruckpresse und mit meinem Marse Ferguson, der ja super gut dafür geht. Okay, wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. Ich wechsle jetzt erst einmal die Schnüre. Die baue ich ja immer aus, wegen Mäusebefall. So. Und hier durch. Ich habe die einmal drin lassen und dann hat sich hier genau in diesem Loch dann die Maus ihr Nest drin gebaut. Hat mir die ganze Schnur aufgefressen und das hat der Maus so gut gefallen und ich habe es nicht gleich mitbekommen, weil es ja natürlich ausgeschaut hat, wie wenn nichts gewesen wäre. Naja, ich glaube, jeder Ballen ist mir gerissen und ich habe mich schon gewundert, warum. Ich habe es ehrlich gesagt aber auch nicht kontrolliert, dass ich jetzt da mal reinschaue und ich habe hier immer wieder mal angezogen und dann waren wieder ein paar Meter. Und zwischendrin ist dann auf einmal wieder gefressen worden, das Ganze. So, jetzt nehmen wir die Schnur. Die kommt jetzt hier durch. Ziehen wir es erstmal an hier. Dann gehen wir hier durch und durch die Nadel durch. Na. So, dann hier durch diese Nadel hier durch. Am Schluss binde ich es immer hier fest. Hier wird es dann immer festgebunden. Ziehen wir es noch ein bisschen zurück. Dann schaut das Ganze jetzt hier so aus und danach holen wir die Schnur nach oben und das Ganze natürlich auf der zweiten Seite auch. So, da hinten durch. So, jetzt. Und hier durch die Nadel durch. Jetzt ziehen wir bloß noch die alte Schnur hier raus. Schauen wir mal, ob wir die so einfach hier rauskriegen, wenn wir es hier anziehen. Geht. Und hier auch. Super. Jetzt haben wir hier keine
Schnurreste mehr drin. Hier noch ein kleines bisschen. So, hier ist gelöst. Normal müsste ich jetzt hier den lösen. Der ist jetzt hier schon gelöst, indem ich ihn nach oben ziehe. Dann drehe ich in Drehrichtung. So, und dann sind die Schnüre hier, wie man sieht, schön drin. Der nächste Schritt ist jetzt einfach bloß Schere nehmen. Ich schneide es immer hier durch, da unten. Die Schnur, die ich vorhin festgeknotet habe, schneide ich immer durch. Deswegen sind hier diese ganzen Knoten schon dran. Meine, die tue ich halt dann einmal, wenn ich Lust habe, immer runter. Oder auch nicht. So, und wie schaut es hier aus? Da ist auch die Schnur. Die machen wir jetzt da unten ab. Hier haben wir dann die Schnüre, die hier lose drin hängen. Und hier hinten ist die sind die Schnüre, die dann halt den Ballen knoten. Also hier nochmal die Schnur, die wir jetzt abgeschnitten haben beim Einfädeln. Und hier die Schnur, die was hoch zum Knoten führt. Hier müssen wir immer noch ein bisschen Öl rein tropfen. Und wieder verschließen.
wie immer natürlich die Rollen wieder aufräumen. Die nehme ich wieder ins Haus mit rein. Die müssen nicht draußen sein. Die gehen mir sonst kaputt. Ja, das Pressen hat super geklappt, wie man sieht. Jetzt hauen wir alles auf den Anhänger drauf und dann haben wir es wieder für dieses Jahr. So, meine Frau fährt jetzt einen Bulldog. Das erste Mal, dass jetzt meine Frau einen Bulldog fährt. Hier ist vorwärts und rückwärts die linke Schaltgruppe. Also jetzt ist vorwärts drin. Hier ist Kupplung. Den nach hinten, dann hast du rückwärts. Und hier den ist der erste Gang einfach drin. Also musst bloß mit dem jetzt vor- und zurückschalten, wenn es wäre. Aber jetzt bleibt erst einmal, der bleibt drin und hier den ersten Gang rein. Wie beim Auto. Vorne links ist der erste. Sonst gibt es eigentlich erst einmal nichts zu wissen. Dann fahr mal los. Hä? Das kleine ist das Gas da hinten, ja. Wie beim kleinen Bulldog auch. Warte. Links. So ist die Langsamschaltgruppe. Da fährt er ganz langsam. Jetzt vor ist er ist vorwärts drin. Und hier jetzt den ersten Gang rein.
Ja, wir sind jetzt fertig mit der Heuernte. Jetzt tun wir es noch ins Zelt reinlegen. Und dann kann morgen das Gewitter kommen, was angekündigt haben. Beziehungsweise Gewitter, Regen, irgendwas halt, was kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.